Hallo und herzlich willkommen zu einer Horrorgeschichte. Und das passt genau dazu. Das Blut, aus dem ihr geschnitzt seid, müsste kommen. Jo, okay. Es beginnt mit einem ganz kleinen, süßen, verfickten Sohn. Er versuchte Gitarre zu lernen, aber schaffte es nicht, weil er bekommt diesen scheiß Mann nicht mehr aus seinem Kopf, der ihn gestern verfolgt hat. So ein Typ, okay, das ist aus einer Forschung. Weißt du, das Gesicht, so wie er deppert da, das Gesicht drüber, einen schicken Anzug, Party gewesen. Und er hat den immer angegriffen. Was sie mich da fragt, what the fuck? Was war da los? Irgendwas stimmte nicht mit dem Kerl. Er geht immer im Wald. Und da gibt's sogar noch ein Spiel darüber. Oder nein, das gibt's sogar echt. Und zwar, was ich zitiere. Und zwar, das Spiel, das wenn ein einsamer Junge auf der PlayStation 3 ist, es gruseliger. Da müssen wir 8 Zettel finden und dann darf das leider nicht begegnen. Bei mir ist es passiert, ich bin gegangen, dann bin ich gelaufen und dann vor mir ist der Zettel gewesen. Ich renne auf den Zettel ganz langsam zu. Und auf einen Blick kam er. Adolf Hitler. Nee, Slender. Und dann war es voll krass. Er hat's mit dem Pferd getrieben. Pferd. Aber das Pferd war nicht nur ein Pferd. Das war das Pferd von Adolf Hitler. Und Slender hat dann einen Hund gehabt. Er hat geheißen Redenels. Der war ganz genau gleich. Hat nur ein weißes Gesicht. Na, er hat ein braunes Kackergesicht. Und als er Miau gerufen hat, war es zu spät. Der kleine Junge verschwand in sein Zimmer und hatte Albträume. Und ratet mal, was dann passiert ist. Und es ist passiert, das war so oft das, gell? Dann hätte er müssen zum Psychodoktor gehen. Gesüchte Störung. So wie bei Mr. Mix. Schaut euch ja Blali an. Das letzte Videospielmythen. Mr. Mix. Apokala. Und dann, wo Sommer war, war Slender geil. Er ist mit seiner Badehose gekommen, aber dort so ein besseres Gesicht. Oh, und er hat dann Beachvolleyball gespielt. Ding. Und da fiel der Ball in sein Gesicht. Und der, was in Slenders Gesicht geschossen hat, der wurde nächsten Tag nicht mehr gesehen. Und den ganzen Tag auch nicht. Jeden Tag. Und wo? Dann hat er eine Frau getroffen. Die Slenderin. Der Slender. Und dann hat das Haus gewackelt. Bis er nicht geht mehr. Und dann war es so. Es begann zum Boing, Boing, Boing. Dann kommt ein Bums. Dann kommt noch ein Bums. Und dann passierte es das grausam. Das ist das Ende. Alle waren gestorben und der Slender hat seine eigene gewählt. Und das Coole ist noch, er wurde von ihm aufgeführt. Und dann haben sie eine Party gefeiert. Das war's mit dem Video mit Sebio erzählt Geschichte. Bye.